Juan del Sur für teure 17,25 Dollar pro Nacht. Es hat nur Toiletten und Wasser. Aber der Platz ist sicher, Security, alles klar. Sehr interessante Konstruktion mit den Autoreifen. Heute gibt's mal Street Food. Burritos. Unser nächster Stopp ist hier in der Eco-Lodge. Das ist geil. Stadt Penzberg. Der Besitzer Michael kommt aus Penzberg. Seine Frau Ivania kommt aus Nicaragua. Von hier. Das ist auch nicht schlecht. Hier muss ich ihn mal fragen. Aber das schaut aus, als war es mal ein kleiner Minigolfplatz. Das ist ein bisschen wie auf dem Bauernhof hier. Oder wie in Penzberg. 10 Dollar die Nacht, 5 Gästezimmer haben sie. Kleine Wanderung zu dem Wasserfall und hier ist es ziemlich steil. Und wir haben die falschen Schuhe an, ohne Profil. Ja. Wir beide. Schaust ein bisschen deppert aus. Ja. Pass auf die Stacheldrähte auf da. Geschafft! Wir sind am Mini-Wasserfall. Ja. Schön? Ja, ja, ist doch nett. Ja. Jetzt müssen wir nochmal nach Affen suchen. Affen suchen. Also einen sehe ich. Jetzt zum wie ein Trottel. Ja. Du? Das war das letzte Video der Nicaragua-Reihe. Die Blue Morpho Eco Lodge war unser letzter Stopp, bevor es dann nach Costa Rica ging. Danke nochmal, Ivania und lieber Michael, dass wir bei euch stehen durften.